Die Führung des Zuges 2219 am Streiktage 14. Dezember 18 ging von Bernbrück normal. In Lys verhinderte die starke militärische Bahnhofssperrung die drohenden zahlreichen Streikenden vor Ausschreitungen. Vor der Abfahrt in Brück wurde mir vom Betriebsinspektor Herr Liebi Otto mitgeteilt, er habe weder telegrafisch noch telefonische Verbindung mit dem Bahnhof Biel erhalten können. Ich solle fahren, soweit ich könne. Der Stationsvorstand in Brück war wohl anwesend, beteiligt sich aber an der Zugförderung in keiner Weise. Beim Überfahren der Straßenkreuzung zwischen Brück, Biel, von welcher man die Strecke bis zum Einfahrsignal überblicken kann, sah ich nun diesen Pöbel von Streikenden mit zwei roten Signalflaggen voran auf dem Geleise. Das Einfahrsignal gegen Biel war geschlossen, desgleichen das Einfahrsignal gegen die Station Brück. Auf mein Pfeifen mit der Dampfpfeife wurde letzteres dann kurz vor Anfahrt des Zuges geöffnet, so dass der Zug nicht angehalten werden musste. Ich vermute, dass dies absichtlich nicht vorher geöffnet wurde, damit der Pöbel in Madretsch durch die Pfeifensignale auf das Heranfahren eines Zuges aufmerksam wird und die nötigen Vorbereitungen treffen konnte. Ich bremste nun den Zug auf 25 Kilometer pro Stunde ab und fuhr so gegen die Streikenden, gab ein gedehntes Achtungssignal und wieder etwas Dampf, um der Menge zu zeigen, dass ich entschlossen bin, einzufahren. Nun, wie die Streikenden dies bemerkten, flogen von der Heizerseite aus Bahnschwellen, zwei bis drei Stück, auf das Geleise. Der Soldat links gab zwei Schüsse auf die Streikenden und soll nach Aussage von Heizer Jenny, Vorname nicht bekannt, in Biel einer der Beteiligten, welcher Schwellen auf den Bahnkörper gelegt, getroffen haben. Ich machte dann schnell Bremsung, um eine Entgleisung zu verhindern. Nun waren wir von einer mehreren hundert zählenden, drohenden und erregten Volksmasse bedroht. Man forderte mich auf, die Lokomotive zu verlassen. Ich lehnte ab und verbot das Besteigen der Lokomotive und erklärte auf die vielen Beleidigungen, dass ich in dieser Frage mit meinem Gewissen im Reinen sei. Ich sei in keinem Verbande, sei aufgeboten worden zum Fahren, als solcher hatte ich die Pflicht, dem Befehl nachzukommen. Im Übrigen sei ja der Streik in Bern als beendigt erklärt worden und der Dienst wurde wieder aufgenommen. Nun kam von der Streikseite der Präsident des SLPV, Heizer Lüthi Emil, auf die Lokomotive, um mit mir zu unterhandeln. Dieser sagte, wir sollen die Lokomotive verlassen, indem er sonst keine Garantie geben könne, dass wir nicht zu Tode geschlagen werden. Herr Betriebsinspektor Liebi Otto, der den Zug ebenfalls begleitete, erklärte, ich soll mit dem Zug nach Bern zurückfahren. Dies war mir aber nicht mehr möglich, weil die Hahnen der Westinghouse-Bremse vorn an der Lokomotive von unbekannter Hand geöffnet worden sind und mir ein Zurückfahren verunmöglichte. Statt den Mahnungen des Lüthi zu folgen, drangen von der Heizerseite viele junge, jedenfalls Heizer und Güterarbeiter, auf den Führerstand, um mich und den Heizer Gänsli, wohnhaft in Ostermundigen, den ich sonst nicht näher kenne, zu belästigen. Die drei Soldaten wurden aufgefordert, die Bajonette abzunehmen und von der Waffe keinen Gebrauch zu machen. Sie seien ja auch Schweizer, wie sie, die Menge. Die Soldaten gaben dieser Aufforderung keine Folge. Es gab sofort ein Gedränge auf dem Führerstand, so dass ich glaubte, es müsse noch einmal von der Waffe Gebrauch gemacht werden. Den Soldaten wurden die Bajonette und Magazine im Handumdrehen weggenommen. Die Lage war schlimm. Kradolfer rief die Leute zur Ruhe. Lüthi machte ebenfalls an die Streikenden die Mitteilung, dass der Zug da bleibe, die Soldaten werden abziehen und Führer und Heizer sollen in Ruhe gelassen werden. Die Soldaten zogen ab, die abgenommenen Waffenteile wurden ihnen am Boden wieder übergeben. Heizer Gänsli konnte sich durch das Gedränge dem Zuge entlang flüchten. Ich wollte dies auch tun, wurde aber am Boden mit Schlägen traktiert, wurde von der Menge erfasst und vorn auf die Maschine gezerrt, musste nachher auf der Plattform der Rauchkammer mich zum Fotografieren aufstellen. Hier fand ich auch Kondukteur Niedecker, der den Zug ebenfalls begleitete. Wie erstmals zum Weg auf die Plattform der Rauchkammer erhielt ich auch hier wieder Prügel durch Faustschläge und Schuhen, wobei sich auch der Bahnarbeiter Eckli Rudolf beteiligte.
Hirt, Wettstein und Hübscher brachten mich endlich frei, und Wettstein und Hübscher begleiteten mich bis zum Friedhof bei Egerton. Von hier aus wollte ich mich zuerst nach Worben begehen, wegen der vielen Streikposten begab ich mich aber dem Bahnkörper entlang gegen Buswil. Ich wurde dabei von zwei uniformierten Eisenbahnern, die längs der Bahnlinie dahergeschritten kamen, um sich nach Hause, das heißt nach Lys, zu begeben, eingeholt. Wie ich in Erfahrung gebracht, handelte es sich um die beiden Bahnangestellten Wiemann Alfred in Buswil und Hadorn Albert in Lys. Die beiden waren in Madretsch dabei und erkannten mich und machten neuerdings Krach, ohne in Tätlichkeit auszuarten. Ich bemerkte ihnen, sie sollen mich nun des Weges ziehen lassen. Ich hätte genug von Madretsch. Wiemann war vernünftig, aber Hadorn wollte mit mir immer abrechnen. So ging dieses Gezänk etwa 200 bis 300 Meter. Ich schaute zufällig zurück und sah den Bahnarbeiter Eckli Rudolf per Velo der Straße entlang kommend, der das Velo auf dem Straßendamm ablegte. Eckli hatte mich in Madretsch bereits bedroht. Wenn er mich erwitsche, so schlage er mich kaputt. Nachdem Eckli das Velo abgelegt hatte, kam er wütend auf mich zu und sagte, »So, jetzt bist du der richtige Hand. Jetzt können wir abrechnen.« und begann mich zu bearbeiten mit Händen, Faustschläge ins Gesicht und Füßen, Fußtritte am ganzen Körper, bis er jedenfalls müde war. Ich musste vor ihm laufen. Es überschlug mich wieder und wieder. Er schlug drauf los, wie es kam. Wiemann entfernte sich nach diesem Vorfall und ging dem Bahnkörper entlang gegen Buswil. Hadorn Albert blieb in der Nähe und hetzte diesen Unhold noch mit den Worten, »Gib ihm Nummer, bis er verreckt, es ist kein Schade für ihn, wir kennen den Neutare.« So ging's bis zum Wärterhäuschen, wo Eckli wohnt. Ich blutete aus Mund und Nase, spürte Schmerzen im Kopf, es war mir schwindlig, auch hörte ich fast nichts mehr. Beim Wärterhaus Eckli musste ein sich dort befindendes Kind die Mutter holen und trotz Abbitte meinerseits überschlug er mich neuerdings und tobte mit Händen und Füßen nochmals, was in seinen Kräften lag. Hadorn befand sich in der Nähe und hat neuerdings gerufen, »Gib ihm Nummer, es ist kein Schade!« Ich schrie aus Leibeskräften. Schließlich ließ mich Eckli los, ich konnte mich über die Brücke entfernen, wo ich in der Nähe Landleute sah, die im Heimfahren begriffen waren. Ich rief ihnen zu, denn der mich verfolgende Hadorn wollte mich ebenfalls traktieren. Auch sah ich einen weiteren Eisenbahner in entgegengesetzter Richtung daherkommen. Es war Stationsgehilfe Wümer der Station Buswil. Hadorn sagte, »Das ist nun der Streikbrecher, der Cheib«, und sprang mir wieder nach, hat mich aber nicht mehr erreicht. Der Stationsgehilfe hatte einen Stock bei sich und hat dem Hadorn zugerufen, »Jo, hab nun, ich will dem Mann oder Stacken über der Grind abschlagen.« Ich konnte aber die Landleute erreichen, trotzdem ich mich schleppen musste, und diese nahmen mich dann glücklicherweise in Schutz. Ich konnte auf dem Fuhrwerk Platz nehmen und mich zu einem der Landleute nach dessen Hause fahren, wo ich das Blut im Gesicht etc. reinigen konnte. Nach einer schlaflosen Nacht im Bad Lüterswil, infolge eingetretenem Fieber, begab ich mich per Post nach Lohn-Lüterkoven und dann nach Bern, um mich den Behörden bzw. meinen Vorgesetzten zu stellen. Ich konnte mich in Bern nicht länger schleppen, begab mich zum erstbesten Arzt in Behandlung. Herr Dr. Steinmann spedierte mich sofort in das Engeriet-Spital in Bern.